So, wir waren hier stehen geblieben, dass wir ja eine Speech-to-Text-Erkennung gemacht haben. Wir beenden das mal, haben hier noch einen Fehler in Zeile 64 von unserem Skript. Da wird noch die Keyword-File-Liste falsch ausgegeben. Hier fehlt ein S, aber den Abschnitt brauchen wir eh nicht mehr, weil das nur für Debugging-Zwecke war. Ich lösche den deswegen mal. So, was wir jetzt machen wollen, wir wollen unserem Chatbot oder unserem Assistent beibringen, Konversationen zu führen. Dafür gibt es ein paar Chatbot-Frameworks in Python. Es ist unfassbar, wie viel kommerziellen Kram man findet, wenn man nach Chatbot und AI sucht. Da kommen die ganzen Watson-AI-Tools und der ganze Klumpatsch. Braucht man alles nicht. Ich hoffe, die Unternehmen von heute erkennen das, dass sie da Millionen von Euro rausschmeißen für Zeug, das ihnen wahrscheinlich ihre Techies selber bauen können und die ihnen dann auch noch dankbar dafür sind, dass sie es machen dürfen, weil es ein toller Task ist. Und meistens sind die großen Tools auch einfach schwach im Vergleich zu vielen Dingen, die aus der Forschung und aus dem Open-Source-Bereich kommen. So, genug gelästert. Der Chatbot, den ich ausgesucht habe, ich habe da lange geschwankt zwischen Rasa. Rasa sieht ziemlich cool aus, scheint aber auch mega komplex zu sein, weswegen ich mich für Chatbot AI entschieden habe. Das ist der hier. Ja, liegt auf GitHub, können wir so verwenden. Ist relativ easy zu installieren, gibt auch tolle Demos dafür, und man kann ihn sehr flexibel konfigurieren. Das gucken wir uns jetzt noch nicht an. Wir bringen ihn einfach erstmal zum Laufen, machen es uns einfach und installieren erstmal die Abhängigkeiten. Zack. Und binden dann die entsprechenden Imports ein. Und dieser Chatbot kann auf bestimmte Präfixe reagieren und Sätze auseinanderdröseln. In Richtung NLP geht das sicherlich irgendwo im Hintergrund, muss uns aber gar nicht interessieren. Das ist das Coole. Es nimmt uns das Tool alles ab. Und es ist auch, soweit ich das beurteilen kann, sprachenunabhängig und kann auch Python-Funktionen aufrufen. Also wir können nicht einfach nur Text austauschen, sondern wir können hier auch irgendwie Function Calls machen. Falls man später auf dem Raspi irgendwie mal, keine Ahnung, Rollladen aufmachen will, dann ist das mit dem Framework durchaus möglich. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Vorgeplänkel. Und zwar würde ich gerne erstmal das Directory unseres Mainfiles festschreiben. So, das machen wir hier und dann brauchen wir noch ein sogenanntes Dialogfile. Das würde ich hier ablegen und ich würde einmal kurz den Ordner ausgeben. Also was ich hier mache, ne, ich hole das Directory, wo unser Tool ausgeführt wird, sprich wo dieses File liegt. Dann nehme ich dieses Directory und hänge hier den Pfad an. Und in dem Unterordner Dialogs liegt ein File Dialogs Template. Und das beinhaltet so eine Konfiguration für einfache Dialoge, die unser Chatbot dann sprechen können soll. Aber gucken wir mal gleich rein. Dialog Templates liegen hier. Genau. So. Gucken wir gleich, ob das funktioniert hat. Jetzt würden wir erstmal ein Chat-Objekt erstellen. Und zwar soll sich das bewegen auf Basis des Templates. Super spannend, da gucken wir gleich rein. Dann müssen wir aber erstmal nochmal weitermachen. Und zwar mit einer Funktion, die aufgerufen werden soll, wenn ein bestimmter
Bereich oder ein bestimmter Triggersatz fällt. Und zwar machen wir das mit Register Call. Und ich schreibe jetzt hier mal in Deutsch rein. Das ist nicht unbedingt schön, aber da unser Chatbot ja Deutsch sprechen soll, ist es vielleicht, ich bin ein bisschen zwiegespalten, vielleicht sinnvoll, dass wir die Bezeichner hier auf Deutsch führen. Die Funktionsnamen, das bringe ich nicht übers Herz, das auf Deutsch zu machen. Naja, die lassen wir auf Englisch. So. Ich erkläre gleich. Ach so, das lassen wir erstmal. So, hier ist noch ein Typo drin. Ja, also, der aufmerksame Zuhörer mag sich schon denken, irgendwann wird dieser Call was ist aufgerufen, damit auch die Funktion hier und die soll dann eine bestimmte Aufgabe übernehmen. Welche sehen wir gleich. Jetzt habe ich noch Folgendes gemacht, wenn unsere Konversationen irgendwie immer ausgefeilter werden, dann würde ich das gerne nicht hier in der Hauptschleife machen, sondern in eine Funktion auslagern. Das mache ich jetzt auch nochmal. Eine Funktion conf nimmt einen Input entgegen. Ach, das sparen wir uns auch. So, und der Chat soll jetzt auf einen bestimmten Input schlau antworten. Wir machen hier nochmal einen Return False rein, damit ich das hier hinten sauber einbinden kann. Und das mache ich genau hier, jetzt muss ich mal gucken. Ach so, genau da. So, genau. Hier rufen wir die eigentliche Konversation auf. Und springen dann hier in die Funktion Conversation. Ah, ich glaube, das Print lasse ich nochmal da. Damit wir auch sehen, was wir dort reingeben. So, der Chat muss jetzt noch Bescheid bekommen über dieses Dialog-Template, wie er reagieren soll und was er machen soll. In dem Projekt gibt es ein ganz einfaches Beispiel-Template, das gucken wir uns mal an. Hier in Examples, Example Template, kopieren uns das raus, legen uns hier einen Ordner an, Dialogs, und erstellen dann ein neues File, Dialogs Template, ja bitte, editieren das, speichern uns das. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, hatte ich das Dialogs Template genannt? Ja, genau. So, das ist auf Englisch, wir können das einfach ummodeln. Weißt du etwas über was ist, wer ist, erzähl
mir etwas über. So, Groß- und Kleinschreibung ist leider wichtig. Ich würde alles klein machen. Wir können das dann später irgendwie über Lowercase-Befehle handhaben. Also, dass wir einfach alles klein machen und vielleicht auch Punctuation entfernen. Also, alles, was irgendwie an Satzzeichen in unserem Text rumschwirrt, macht sicher Sinn. Genau, ich habe jetzt hier so ein paar Schlagworte, die verodert sind über eine Pipe, auf die der Chat dann reagiert. Und zwar, wenn der Client eingibt, weißt du etwas über, was ist, wer ist, erzähl mir etwas über, dann springt hier dieser Block an und holt sich dann das Folgewort daraus. Und zwar kommt dann ja quasi... Dieses Folgewort wird dann in die Query geschrieben, können auch mehrere sein. Und als Response ruft der Chat dann die Funktion whois auf. Die heißt aber bei uns, ja, unschönerweise, was ist? Ich benenne das jetzt um. Und zwar mit dem Parameter query. Und in unserem Fall ist das der, ja, hier auch der Parameter query. So, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, es funktioniert. Wir schauen mal rein. Bumblebee, was ist Kaffee? Und wir sehen, call, was ist, was called with query, Kaffee. Also unsere Methode funktioniert ganz wunderbar. Der Call wurde aufgerufen. Jetzt können wir entsprechend darauf reagieren. Das machen wir im nächsten Teil.